Wir treiben sie bis zur Quelle, aber ein bisschen Tempo, wenn ich bitten darf. Auf geht's! Hey! Hey! Thank you.
wie geht's, Mike? Ich bin fast fertig. Okay. Hoffentlich schaffst du es heute noch. Wenn ich nicht einschlafe, werde ich schon schaffen. So, fertig. Die Kleine kann zurück zu den anderen. Komm, mein Mädchen, komm. Schön ruhig. Du machst doch keinen Dauerlauf mit mir. Nein, nein, nicht so, Roy. Das macht man doch ganz anders. Du doch endlich mal was für dein Geld. Sei nicht so zimperlich, Junge. Du findest wohl nicht die Bremse bei dem. Jetzt werde ich dir's mal zeigen. So, dann komm mal her, mein Fräulein. Siehst du, der will nicht mal bei dir, Bob. Oh. Hau ihm doch einfach ein paar auf die Schnauze. Die Schnauze ist da vorn zwischen den Hörnern dran. Da kann man doch nicht so hart sein. Nun mach mal, so sind wir heute Abend noch hier. Hey, komm. Hey, los. Na, na siehst du, die hat doch ganz gern, wenn sie angefasst wird von dir. Oh, na so ist es doch herrlich. Siehst du, Bob, Mike weiß, wie man's macht. Ja, Roy, nun brich hier aber nicht die Hörner ab. Mit der Nummer könntest du im Zirkus auftreten. Dieser Bursche. So, jetzt noch ein Küsschen und dann ist Schluss. Bravo, Mike, ausgezeichnet. Oh, du bist ja der Größte. Guck mal, das Viech macht ein Gesicht, als ob er schlecht riecht. Noch zwei Jahre und mein Bruder Roy macht sowas mit der linken Hand hier. Genauso wird es sein, merkt euch das. So, mein Fräulein, wir sind fertig. Jetzt kannst du ruhig wieder aufstehen. Na gut, wie geht's denn unserer schönen schwarzen Stute? Ach, nicht so besonders. Sie lahmt noch. Ich finde, du solltest dich mal ein bisschen um sie kümmern. Mike! Mike! Komm mal schnell, Tracy ist eben angekommen. Tracy? Wo ist er? Er ist im Haus. Sie haben ihn angeschossen. Angeschossen? Endlich, Mike! Wir wurden plötzlich aus dem Hinterhalt angegriffen. Bleib ganz ruhig, Tracy. Sie haben alle anderen umgelegt und unsere ganze Herde gestohlen. Tracy, wer hat das getan? Hast du sie erkannt? Nein, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass sie in Richtung Dragoonpass geritten sind. Ich glaube, sie sind zur Grenze. Was hast du denn jetzt vor, Mike? Ich werde die Herde zurückholen. Mike! Die Herde ist das Einzige, was wir haben, Mutter. Ich hole sie zurück. Roy und Bobcat nehme ich mit. Roy nicht, ich bitte dich, Mike. Roy ist doch noch viel zu jung. Du brauchst keine Angst zu haben. Ist das nicht komisch? Was? Die Spuren sind mir zu auffällig. Die haben die Pferde auf den weichen Boden getrieben, anstatt auf den steinigen. Das ist doch merkwürdig. Den Spuren nach müssen sie zum Dragoonpass unterwegs sein. Außerdem gibt es da oben eine Quelle. Es ist im Umkreis von 20 Meilen die einzige in der Gegend hier. Da werden wir unser Lager aufschlagen. Es wird bald dunkel. Meinst du, wir kriegen die Pferde wieder? Ich hoffe, sonst müssen wir wieder von vorn anfangen. Wildpferde einfangen und zähmen, das kostet Zeit. Aber die haben wir nicht, deshalb müssen wir sie wiederfinden. Was hast du denn da für ein Gift zusammengebraut, Roy? Das erinnert mich an die Zeit, wo ich im Gefängnis von Huntsville gesessen habe. Komm, mach kein Fass auf, mein Kaffee ist große Klasse. Und dein Gefängnis hast du doch gut überstanden. Naja, aber wer die frische Luft so liebt wie ich... Der schnuppert sie nicht gern hinter Gittern. Du musst jetzt nicht mehr dran denken. Du bist jetzt frei, hast deine Strafe abgebüßt. Weiß Gott, das habe ich. 10 Jahre, bis auf den letzten Tag. Guten Abend, Mike. Du wirst doch auf deinen alten Freund nicht schießen wollen. Wer ist denn da? Ach, Mal. Mal meine. Ich hätte dich doch beinahe nicht erkannt. Du hast dich verändert. Ja, da kannst du mal sehen, was so ein Bart alles ausmacht. Willst du ein Schlückchen Kaffee? Oh, wenn er heiß ist, immer. Genießer. Das ist mein Bruder Roy und das ist Bobcat Bates. Ja, schönen guten Abend.
Ich habe mit Marl in Mexiko gearbeitet. Damals warst du unser Boss in der Goldmine in Bisbee. Du bist ja fabelhaft. Das ist jetzt 5 Jahre her. Und was machst du jetzt hier so? Irgendwelche Halunken haben uns eine Herde Pferde gestohlen. Aber wenn sie die Tiere zum Wasser treiben, müssen sie hier vorbei. Hier ist aber niemand bisher durchgekommen. Woher wissen Sie denn das so genau, Mister? Ich weiß es nun mal, Kleiner. Aber ich will euch noch etwas sagen. Wenn ihr heute Nacht hier bleiben wollt, bringt ihr euch alle in Gefahr. Wieso denn dieses? Na, wegen der Eisenbahn. Aber der Eisenbahn gehört doch die Quelle nicht. Das Wasser ist doch für jeden da. Ums Wasser geht's ja auch nicht. Aber die Southern Pacific ist in letzter Zeit ein paar Mal überfallen worden. Dabei hat sie $20.000 und 3 Beamte verloren. Und deshalb lassen Sie die Strecke überwachen. Ich kann euch versichern, dass Sie auf alles sauer sind, was hier in der Nähe rumlungert. Deshalb sucht euch lieber ein anderes Plätzchen. Vielen Dank für den guten Rat, Mr. Mal. Aber was mich persönlich angeht, wird mich keiner daran hindern, hier eine Mütze voll Schlaf zu nehmen. Meinetwegen macht doch, was ihr wollt. Aber ich habe euch gewarnt. War schön, dich wiederzusehen, Mike. So, ich muss jetzt weiter. Meiner, etwas hast du mir noch nicht gesagt. Was suchst du hier eigentlich in der Gegend? Ich bin Beauftragter der Southern Pacific. Hört auf mich, Mike, und verschwindet hier. Ach, noch eins. Dein Freund Bob Kett hat mal gesessen, ich habe ihn wiedererkannt. Er hat die Strafe abgesessen. Es ist noch nicht vergessen, was er damals getan hat. Was soll er nun werden, Mike? Du haust dich aufs Ohr und schläfst. Ich sehe mich immer ein bisschen um. Umgelegt. Alles für uns wichtiger ist, dass er am Leben bleibt. Ach. Los, weg hier! Thank you.
Dodge. Ich will mal sehen, ob die Strecke frei ist. Hier steht ein Haus und vom Dach aus kann man alles gut übersehen. Dodge! Na also, endlich geht's los. Hör mal zu, du machst jetzt erstmal die Tür auf, damit die anderen rein können. Ja, noch einer. Wer sind Sie? Du hast es nicht geschafft zu flitzen, was? Was soll das heißen? Wo sind deine Komplizen? Wo deine Komplizen sind, will ich wissen. Komplizen? Hör auf, mir eine Komödie vorzuspielen. So war ich Max Friemeiser. Du wirst auspacken, mein Junge, und wenn ich dich klein hacke. Also, wo sind Sie? Hören Sie, Sheriff. Ich bin Mike Sturgis und komme aus San Manuel. Ich habe mit dem Überfall überhaupt nichts zu tun. Ich bin mit meinem Bruder Roy
Hinter ein paar Pferdedieben her. Man hat meine Leute überfallen und die ganze Herde gestohlen. Das kann durchaus stimmen. Oder glaubst du ihm etwa nicht, Max? Du willst also hinter Pferdedieben her sein, ja? Das ist die abenteuerlichste Geschichte, die ich je gehört habe. Jetzt guck mich mal gut an, du Lümmel. Sehe ich etwa so aus, als ob ich mir von dir einen Bären aufbinden lasse? Mal meiner war heute Nacht auch hier. Er kann bezeugen, dass es stimmt. Kann das sein, dass ich was mit den Ohren habe? Oder hat er tatsächlich so gute Beziehungen? Erzähl doch mal, wer dieser Miner ist. Er ist ein Sonderbeauftragter der Southern Pacific Eisenbahn. Jack, hier steckt der Sheriff. Geh doch mal runter zu Jim Castleman und frag ihn, ob er einen gewissen Miner kennt. Mach ich. Wirst du wohl laufen, du Strolch. Ist das hier dein Bruder? Roy, was ist passiert? Ich bin eingeschlafen, Mike. Dann habe ich plötzlich Schüsse gehört. Als ich wach wurde, wusste ich gar nicht, was los ist. Bobcat ist tot, sie waren alle maskiert. Jim Castleman! Hallo! Mr. Castleman! Kennen Sie einen gewissen Marl Miner, einen Ihrer Beamten? Miner? Mhm. Nein, den Namen habe ich noch nie gehört. Sind Sie da ganz sicher? Ich bin der zuständige Inspektor für alle Beamten der Southern Pacific Eisenbahn. Da sollte ich ihn doch kennen. Das dachte ich mir schon, danke. Wir haben 6 Tote und 80.000 Dollar in Goldmünzen sind verschwunden. Freema muss uns unbedingt dabei helfen, sonst sehe ich keine Chance für uns. Da kannst du recht haben. Das hier ist die gleiche Handschrift wie bei den letzten Überfällen. Hör zu, mein Kleiner. Ich werde erst aufhören, dir die Schnauze zu polieren, wenn du mir sagst, wer deine Kumpels sind und für wen du arbeitest. Kein Mensch konnte wissen, dass der Zug heute Nacht hier durchkommt. Also, woher wusstest du das? Na, rede schon! Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nichts weiß. So you won't talk, eh? We'll see. You wouldn't like to see your kid brother get hurt worse than he is now, would you? Touch Ryan, I'll kill you. Talk! Ihr feigen Schweine! Was ist nun? Wollen wir wetten, dass du singst? Mach dir doch nicht die Finger dreckig. Der Richter wird schon mit Ihnen fertig werden. Ja, hast recht. Das wird eine ganz hübsche Anklage. Überfall auf die Eisenbahn, 80.000 Dollar geraubt, 6-facher Mord. Das reicht, um euch aufzuhängen oder euch ins Zuchthaus nach Yuma zu schicken. Schon mal was von Yuma gehört? Na, im Vergleich zu Yuma ist der Strick doch geradezu eine Gnade. Du könntest in der Hölle von Yuma überleben, vielleicht ein paar Jahre. Aber das Kerlchen da... Er krepiert beim ersten Frühstück. Dafür werden Sie büßen, Freema. Verlassen Sie sich drauf. Dafür mache ich Sie fertig. Wenn ihm was passiert, bringe ich Sie um. Bringt ihn weg jetzt. Jetzt fängt das Schwein schon wieder an.
bin schon 7 Jahre hier in Yuma und habe schon viele Leute schreien hören. Aber noch nie hat einer so geschrien wie der da. Kopf hier weg, los! Stabiles Kerlchen, dich kriegt man nicht so leicht kaputt. Eines Tages bist du weich. Dann wirst du noch lauter schreien als dein Brüderchen. Bist du noch wach? Oder kannst du nicht schlafen, weil dein Brüderchen dir die Ohren voll singt? Musst du nicht so ernst nehmen. Das wird bald vorbei sein. Ich werde ihm einen Stein ins Maul stopfen und kräftig nachtreten. Dann wird er schon ruhig sein. In 2 Stunden ist die Nacht vorbei. Versuch doch wenigstens noch etwas zu schlafen. Wir sollten lieber darüber reden, wie wir hier rauskommen, oder nicht? Recht hast du. Verbringen wir unsere Zeit lieber damit. Wenn wir jetzt nicht versuchen, hier wegzukommen, dann landen wir alle da drüben in der Zelle und schreien uns genau wie der da die Kehle aus dem Hals. Aber selbst wenn wir es schaffen würden, dann hätten wir die Wüste vor uns. Mal ganz abgesehen von den Kopfgeldjägern. Nicht so einfach, dieser Hölle zu entkommen. Und nach ein paar Tagen sind wir sowieso an Händen und Füßen gefesselt wieder hier. Vielleicht. Und trotzdem würde ich es riskieren, ohne zu überlegen. Was ist mit dir, Mike? Machst du mit? Das ist doch sinnlos. Singerei geht einem auf die Nerven. Hör auf zu jaulen, du wächst ja jeden auf hier. I'll murder you, you swine. Thank you.
Hey, Sturgis! Rein mit euch! Hallos! Ich habe eine erfreuliche Nachricht für dich. Dein Brüderchen ist jetzt tot. Ich habe zwar alles getan, um ihm zu helfen, aber er wollte nicht mehr. Willst du unseren Kleinen noch mal sehen, was? Oder lieber nicht? Vielleicht wird dir schlecht. Mike, also heute ist es endlich soweit. Machst du nun mit oder nicht? Ich muss wegen Roy abrechnen. Das wird ein Massensterben. Besser ein Massensterben als in dieser Hölle leben. Achtung! Hey, Sturgis! Wenn du müde bist, kann ich mit meiner Migränespritze nachhelfen. Vergiss nicht, das Loch machst du für deinen Bruder, also etwas mehr Liebe, ja? Ich werde mal hier bleiben. Ihm eins überbraten. So ein Grab bringt Abwechslung in die Arbeit, hm? Du sollst arbeiten, du Hund! Das musst du noch viel tiefer graben. Unser Boss sagt, dein Bruder muss schnell weg, der stinkt ihm zu sehr. Du Schwein! Passen Sie auf, Serge! Weg hier, Jungs! Beeilt euch, sonst sind wir erledigt! Thank you.
Encarnación. Ja? Encarnación! Wer ist denn da? Mein Gott, hast du's aber eilig. Wer bist du denn? Wieso fragst du? Erkennst du mich etwa nicht wieder? Madre de Dios. Wenn du kein Gespenst bist, dann bist du Mike Sturgis. Wie soll ich dich so schnell erkennen? Es ist schon lange her. Das kannst du laut sagen, dass es lange her ist. Moment mal. Diese Uniform hier. Das ist doch nicht deine. Gehörst du etwa zu den Burschen, die aus Yuma ausgebrochen sind? Sie suchen doch in der ganzen Stadt nach dir. Hier kannst du nicht bleiben. Haben sie hier schon gesucht? Noch nicht. Du musst aber nicht glauben, dass du hier bei mir sicher bist. Ich habe gedacht, du würdest mir helfen. Du scheinst zu vergessen, dass meine Tür allen offen steht. Dann tu so, als ob ich heute Nacht dein einziger Kunde bin. Einverstanden. Mike, es wäre vernünftiger für dich, das Zeug da auszuziehen. Ich gebe dir was anderes. Wie bist du eigentlich nach Yuma gekommen? Nach dem, was ich gehört habe, muss das ja die Hölle sein. Derjenige, der mich dahin gebracht hat, wird mir dafür büßen. Er wird es teuer bezahlen. Reicht dir denn das immer noch nicht, was du durchgemacht hast? Hier, Mike, zieh das an. Danke, mein Schatz. Damit fällst du auf jeden Fall nicht so auf wie mit der Uniform. Hast du Durst? Soll ich dir was zu trinken bringen? Ja, gern. Ich habe hier einen herrlichen Tequila. Ich heb ihn nur für meine besten Kunden auf. Ich bin beschäftigt. Komm ein andermal wieder. Ich bin es, Encarnación. Mach auf, hörst du? Mach auf oder ich schlag dir die Tür ein. Wer ist bei dir? Du, mein Liebling. Was ist das? Ich habe dich heute Nacht nicht erwartet. Warum denn nicht? Ich dachte, du hättest heute Dienst. Ich habe gehört, dass Sträflinge entflohen sind. Beruhige dich, wir haben schon alle wieder. Bis auf zwei. Aber die werden nicht weit kommen. Ich hoffe es für dich. Was ist denn das hier für ein Gesöff? Du weißt doch, ich trinke nur Whisky. Oder hast du das vergessen? Das stammt von einem anderen Kunden. Einer, der vor dir da war. Von wem? Ich frage die Männer nach ihrem Geld, nicht nach ihrem Namen. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass das Wochenende mir gehört? Mir, Bill Savage. Wann begreifst du das endlich? Mir ganz allein. Nein. Nein, lass mich in Ruhe, hörst du? Du sollst mich in Ruhe lassen. Nein, nicht. Du sollst mich in Ruhe lassen. Ich will heute nicht, hörst du denn nicht? Lass mich in Ruhe oder ich schreie. Nein, nicht. Hilfe. Hilfe. Lass mich nur los. Du sollst mich loslassen. Nein.
Lass sie in Ruhe, du Ratte, du. Mike Sturgis. Finger weg, sonst blase ich dich leer. Hat er das Besteck abgegeben, der Hund. Encarnación, was ist denn los? Mike. Was ist da für ein Krach bei dir drin? Du musst verschwinden. Aus dem Fenster. Hier kommt nicht mal ein Fisch mehr lebend raus. Wir können also offiziell mitteilen, Sturgis ist tot. Also los, ab hier!
was drin, Tom? Oder hast du keinen Durst? Verschwende doch kein Wasser, Pedro. Es ist noch weit nach Yuma. Los, lauf weiter, aber ein bisschen schneller. Komm her. Ich bitte euch, bringt mich nicht zurück in die Hölle. Bringt mich lieber um. Als Maul, ich bin so zart besäutet. Wenn du mich noch weiter bittest, dann tue ich's nachher noch. Ich will dir was sagen, mein Freund. Wenn ich dich lebend abliefere, bekomme ich das Doppelte für dich. Und da ich schon immer knapp bei Kasse war, kannst du nicht sterben. Du wirst zum Tode begnadigt. Vamos! Bringt mich nicht zurück nach Yuma. Tötet mich lieber. Bitte bringt mich nicht zurück nach Yuma. Hey! 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 Deine Finger weg, du Bastard! Madre de Dios, das ist der andere Bursche aus Yuma. Schnapp ihn dir, Perez. Dann teile ich mit dir das Kopfgeld, das verspreche ich dir. Bürschchen, jetzt bist du aber erledigt. Kopf hoch, Mason. Es wird schon werden. Sicher, Mike. Und du hast nicht geglaubt, dass wir es schaffen werden. Wenn ich ehrlich sein soll, muss ich dir sagen, dass ich froh bin. Jetzt brauche ich wenigstens nicht in das verdammte Yuma zurück. Du kannst wieder rauskommen. Castleman ist weg. Es wird auch Zeit. Ich wäre fast eingeschlafen da drin. Trotzdem darf dich hier kein Mensch sehen. Besonders nicht Harry. Und noch weniger Castleman. Was wirst du dir selbst denken können? Die haben doch gar keine Ahnung, wer ich bin. Ich will auch nur was Geschäftliches besprechen. Wie ich dir schon sagte, die Kameraden wollen nicht mehr warten. Das, was wir ihnen an Gold vorgeschossen haben, haben sie alles ausgegeben. Sie wollen jetzt, dass die Beute aufgeteilt wird.
um es mit vollen Händen rauszuschmeißen, wie es dieser Shorty gemacht hat in Narco? Eins habe ich hier als Sheriff gelernt, dass auch die gerissensten Burschen ganz plötzlich mal im Gefängnis landen können. Und zwar, wenn sie gar nicht dran denken, nur weil sie mit einem Mal mit dem Geld um sich schmeißen. Da ist noch etwas, woran du denken solltest. Die ganze Beute besteht nur aus 20-Dollar-Goldstücken. Wir werden warten, bis ich es für richtig halte. Und wann wird das etwa sein? Die Jungs wollen ihr Leben noch etwas genießen, bevor sie sterben. Das kann ihnen noch niemand verdenken. Sie haben ja auch eine Menge dafür getan. Slim, Murdoch und Pat haben uns schon den Gefallen getan, abzukratzen. Auch richtig. Du meinst, wenn Mike Sturgis auch ins Gras beißt, wäre das für uns viel einfacher. Sieh mal an, du wirst ja wach. Ich bin kein Gespenst, ich bin's wirklich. Mike, Gott sei Dank bist du wieder da. Im Dorf haben sie erzählt, dass man dich in Yuma umgebracht hat. Ich habe das Umbringen überlebt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du wieder hier bist, Mike. Ich auch, glaub mir. Weißt du, ich habe gar nicht mehr gewusst, wie schön es ist. Wie schön es ist, wieder zu Hause zu sein. Auf deiner Ranch ist niemand mehr. Deine Mutter hat es nicht überlebt, als sie gehört hat, dass man dich und Roy nach Yuma gebracht hat. Was willst du jetzt machen, Mike? Ich will Marl Miner finden. Und die anderen, die den Zug überfallen haben. Sag mal, weißt du vielleicht, wer mir dabei helfen könnte? Vor ein paar Tagen ist ein Mann unten in Narco gewesen. Er soll das Geld zum Fenster rausgeschmissen haben. Und zwar nur 20-Dollar-Goldstücke. Ich glaube, er heißt Shorty. Shorty, hast du gesagt? Ja, aber sei bloß vorsichtig. Narco gehört noch zu dem Bezirk, wo Prima Sheriff ist. Das stört mich nicht. Diesen Halunken suche ich auch. Er hat Schuld, dass wir nach Yuma gekommen sind. Er hat einen Meineid geschworen. Er hat Roy zusammengeschlagen, bis er wahnsinnig geworden ist. Er hat gleich gesagt, dass er Yuma nicht überleben wird. Armer Roy. Aber warte, ich werde deinen Tod rächen. Mike, kann ich jetzt irgendetwas für dich tun? Ja. Nach Narco brauche ich 2 Tage. Besorg mir was zu essen und Munition. Ja, das mache ich, aber erst bei Sonnenuntergang. Ruh dich inzwischen aus, du wirst es brauchen. Deine Sachen sind in deinem Zimmer, also bis später. Ich bin bald wieder zurück. Danke, Ruth. So, Mike, hier ist alles, was du brauchst, auch genug Munition. Etwas Tabak habe ich auch reingetan. Ich danke dir. Weißt du übrigens, dass du dich strafbar machst, wenn du mir hilfst? Weiß ich, aber das ist mir ganz egal. Ich weiß, dass du unschuldig bist und ich glaube dir. Mike, warum willst du das tun? Warum überlässt du diese Kerle nicht einfach dem Gesetz? Von welchem Gesetz sprichst du denn? Vielleicht von dem, das Roy und mich verurteilt hat? Weißt du, ich stehe jetzt außerhalb des Gesetzes. Und ich muss allein fertig werden. Du sollst noch etwas wissen, Mike. Und das wäre? Ich habe auf dich gewartet, weil ich wusste, dass du wiederkommst.
Ich schwöre dir, ich werde auch diesmal wiederkommen. Ein kaltes Bierchen. Sieh, Signor. Ach, das hätte ich fast vergessen. Sie haben ja gesagt, Sie wollten ein kaltes Bier. Da haben Sie aber Glück, denn ich bin hier im Ort der Einzige, der eine Eismaschine hat. Wer also hier kaltes Bier trinken will, ist gezwungen, es bei mir zu kaufen. Grandios, hä? Ich wette, dass Sie nach Süden wollen. Nach Norden. Ich habe kein Glück im Süden gehabt. Und mein Freund noch weniger. Erschossen. Von einem Mexikaner? Nein. Von einem gewissen Kerl, der sich Shorty nennt. Den Namen habe ich noch nie gehört. Das ist erst ein paar Wochen her. Aber ich hoffe, ich finde ihn trotzdem. Er hat sich auch meine Golddollar unter den Nagel gerissen. Keine Sorge. Ich habe noch genug, um alles zu bezahlen. Du kannst ganz beruhigt sein. Gib mir mal eine Flasche. Whisky, Senor? Nein, Tequila. Hier? Ja, lass schmier dir in die Haare. Muchas gracias, Senor. Muchas gracias. Ja, ja, muchas. Was suchst du denn hier? Die Lisias ist jetzt für mich da. Häng dich mal im Schrank auf. Du Bastard! Hier lang fliegen, du Strolch. Lass dich einpökeln. Du hättest ihm wenigstens Zeit lassen sollen, sich wieder anzuziehen. Wo ist Shorty? Wer sagt dir denn, dass ich Shorty überhaupt kenne? Hier kommen so viele Leute her, dass es nicht einfach ist, die auseinanderzuhalten, verstehst du? Und wer fragt schon nach dem Namen? Und was ist, wenn ich mich trotzdem nicht an ihn erinnern kann? Ich bin überzeugt davon, dass du das kannst. Nein, bitte warte. Ich weiß, wer es ist. Ich erinnere mich. Na, siehst du? Red weiter. Shorty hat mit meinem Verlobten Streit bekommen und da hat er ihn umgelegt. Aber vorher hat ihm mein Verlobter noch eine Narbe beigebracht, von hier bis hier. Ein widerlicher Kerl. Und wo ist er jetzt? In Paradiso, zusammen mit May. Ein Mädchen, was hier gearbeitet hat. Na, du Stinker, du. Ungeheuer, was hier so alles vom Himmel kommt. Der hat ja seine Unterhosen an. Wahrscheinlich ist die Uniform zu knapp geworden. Oder es ist zu heiß hier. Oder sein Mädchen ist zu temperamentlos. Dann zieht ihr sie unter den Nacken. Was liegt in der Hand? Wenn Sie mir jetzt wieder alles kaputt machen, dann lasse ich das Ding hier als Ruine stehen. Ja. Ja. Yeah.
Bestell Delicias, viele Grüße. Jetzt sieht er doch wieder ganz gut aus. Trotzdem solltest du ihn nicht so beanspruchen. Lass ihn lieber ein paar Tage im Stall stehen, sonst bricht er den noch zusammen. Guten Tag auch. Finde ich hier Shorty? Wer sind Sie denn? Ich heiße Frank Webster. Mein Freund Miner hat mir gesagt, dass ich ihn hier finde. Sie sind May, ja? Kommen Sie doch bitte rein. Ich werde Tom gleich Bescheid sagen. Wem wollen Sie Bescheid sagen? Tom? Ja, Shorty ist nicht zu Hause. Guten Tag, Webster. Ich bin ein Freund von Shorty. Ich heiße Tom Jens. Das würde mich nicht stören. Shorty hat mir aber nie was von einem Frank Webster erzählt. Das finde ich seltsam. Wir sind ganz alte Freunde. Was wollten Sie denn von ihm? Das geht nur Ihnen und mich was an, oder denken Sie anders? Nein, nein, natürlich nicht. Shorty ist gerade im Dorf unten. Ich habe May hingeschickt, ihn zu holen. Wollen Sie einen Schluck Feuerwasser? Fällt's warten nicht so schwer. Überredet, aber einen doppelten. Shorty hat wohl wieder alles Mögliche um die Ohren. Was heißt denn um die Ohren? Vielleicht so wie ein Narko mit dem Mexikaner. Woher wissen Sie denn das? Ich bin sein Freund. Sagte ich das nicht? Er wird auch nicht mehr klug. Hat immer wegen der gleichen Sache Ärger. Hat's mit den Damen. Damals hatte ihn ein Flittchen am Wickel. Eine gewisse Delicias. Kennen Sie die? Ja, die kenne ich. Die Kleine hat versucht, ihn einzuwickeln. Es ging da wohl um Goldmünzen. Davon hat er mir erzählt. Können Sie mir mal eine feuern? Ich feuere Ihnen gern eine. Du bist also auch in Sachen Gold unterwegs. So ist es. Shorty. Nun bist du wohl stolz, dass du mich erkannt hast, was? Halt die Füße still, mein Junge. Ich habe meinen Colt unterm Tisch und ziele genau auf deinen Bauch. Wie gesagt, bei der geringsten Bewegung pumpe ich dich voll. Ist ja wirklich ergreifend, dass ich meinen besten Freund mal kennenlerne. Du hast nur was von meiner Narbe gewusst. Also, was willst du von mir und was soll die Geschichte mit den Goldmünzen? Wer bist du und was weißt du von meiner? Wenn ich das hier so sehe, sieht das ganz nach Mike Sturges aus. Das war er auch. Dieser Mann ist gefährlicher als eine Schlange. Und du wolltest nicht glauben, dass ich ihn gesehen habe. Diesmal entwischt er uns nicht mehr. Los jetzt! Her! Her! Her!
Suchen Sie irgendjemanden? Oder kann ich Ihnen sonst irgendwie behilflich sein? Danke, aber ich suche nur ein Plätzchen zum Schlafen. Wenn Sie nur ein Plätzchen zum Schlafen suchen, dann können Sie Ihren Revolver ruhig wegstecken. Ich heiße Baldy Morris. Frank Webster. Helfen Sie mir ein bisschen beim Holz holen, dann bekommen Sie auch ein warmes Abendbrot. Sie könnten doch sicher einen Happen vertragen, was? Es ist schon lange her, dass ich so freundlich aufgenommen worden bin. Wo liegt denn das Holz? Vor der Tür. Werfen Sie es da auf den Boden. Wenn Sie Lust haben, nehmen Sie sich einen Whisky. Steht auf der Kommode. Sagen Sie, sind Sie ein Fachmann für Sprengstoff? Für Sprengstoff? Ach so, ja, Sie haben die Kiste hinterm Holz gesehen. Ja, ich bin der beste Mann, den die Eisenbahn je gehabt hat. Und dein Meisterstück hast du am Dragoonpass geliefert, oder? Als du mit deinen Freunden den Zug in die Luft gejagt hast und ihr $80,000 in Goldmünzen kassiert habt. Du Strolch, du. Sagen Sie mal, was reden Sie denn da? Das muss ein Irrtum sein, Mister. Ist das vielleicht der Dank dafür, dass ich Sie hier so freundlich aufgenommen habe? Wo sind deine Komplizen? Wo ist Mal Miner? Miner? Den Namen habe ich noch nie gehört. Und Shorty Jigen? Den Namen habe ich auch noch nie gehört. Dann werde ich dir mal auf die Sprünge helfen. Diesen Brief hier hast du geschrieben. An Shorty Jigen. Er trägt deine Unterschrift. Ich sag Ihnen doch, dass ich von all dem nichts weiß. Ja, natürlich, wie sollst du auch was wissen? Denn du hast dich ja hier oben verkrochen wie eine Bergziege. Und die anderen sitzen unten und feiern. Die anderen? Was wollen sie denn damit sagen? Du schreibst in dem Brief, dass du Geld brauchst. Aber es wird dir keiner was schicken. Shorty denkt gar nicht dran, denn er feiert in der Stadt mit seinem Freund Miner. Alle Leute im Ort fragen sich, wo sie die vielen Golddollar her haben. Dieses Dreckpack. Dabei hatten wir ausgemacht, dass das Geld mindestens 3 Jahre am Dragoonpass liegen bleiben soll. Diese verdammten Brüder haben mich reingelegt. Also ist das Geld immer noch am Dragoonpass versteckt. Ja. Oh, ich Idiot, jetzt hast du mich reingelegt. Was denn Unsinn? Ich habe es auf dich gar nicht abgesehen. Du hast eine Chance, aus der Sache rauszukommen. Wenn du nicht willst, dass ich dich nach Yuma bringe, dann sag mir sofort, wo das Gold liegt. Und was ist, wenn Miner erfährt, dass ich gesungen habe? Was dann? Er wird es nicht erfahren. Im Übrigen ist er nicht hier. Also, wo ist es? Und wenn ich es Ihnen sage, werden Sie mich dann laufen lassen? Ja, dann lasse ich dich laufen. Es liegt auf dem verfallenen Bahnhof am Dragoonpass. Etwas genauer, wenn ich bitten darf. Ich bin kein Hellseher. Es ist 3 Schritte rechts neben dem großen alten Tor. Wenn Sie wollen, mache ich Ihnen eine Zeichnung. Dann zeichne mal. Ja. Hier umstellt das Haus. Es ist tatsächlich kein Mensch drin. Unsinn, kein Mensch drin. Die Spuren sind doch hier zu Ende.
Hier sind frische Spuren. Es muss gerade jemand weggeritten sein. Billy, Robert, Kelly und Sampson, ihr kommt mit mir mit. Harry, du folgst der Spur mit den anderen. Wir treffen uns in Paradiso. Wird gemacht, Boss. Bis bald. Feuer! Hola! Feuer! Du stellst mich hierher, um uns zu sagen, dass du uns in den Rücken gefallen bist, ja? Das ist nicht wahr, Miner. Ich will dich nur warnen. Es gibt einen Mann, der alles weiß. Einen gewissen Frank Webster. Er hat mich erpresst. Ich wäre jetzt tot, wenn ich nichts gesagt hätte. Na, denk mal an. Ich finde aber, du wärst viel bequemer bei dir zu Hause gestorben. Nein, Miner. Ich bin doch nicht schuld daran. Nicht schießen, Miner. Ich verstehe dich nicht, Baldi. Du kennst doch unser Gesetz. Wer gesungen hat, wird umgelegt. Nein! Da sind wir aber traurig. Du wolltest hier verschwinden, ohne deinen Freunden auf Wiedersehen zu sagen. Stimmt denn das? Nein, Freema. Aber Baldi hat gesungen und Mike Sturgis weiß Bescheid. Vorsichtshalber wollte ich das Zeug hier nur rausholen und in Sicherheit bringen. Oder glaubst du mir etwa nicht? Natürlich, aber meinen Teil bringe ich selbst in Sicherheit. Auch vorsichtshalber. Seite bist, gehörte die Hälfte der Beute, Mike! Hörst du mich, Mike? Bin ja nicht schwerhörig.
Certo, komm zurück. Das habe ich dir doch geschworen, Freema. Auch für meinen Bruder Roy. Wirf die Kanone weg, Mike. Ich bin der Meinung, die brauchst du jetzt nicht mehr. Du hast gute Arbeit geleistet. Wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn abnehmen vor dir. Jetzt dreh dich um und mach, dass du wegkommst. Ohne es zu wollen, hast du mir geholfen, meine lieben Teilhaber aus dem Weg zu räumen. Weißt du das? Ja, und das Gold gehört jetzt dir allein. Na, du wirst doch wohl nicht annehmen, dass ich es mit dir teile. Ich bin ein Frühaufsteher, Mike. Ich bin nicht hinter dem Gold her, sondern hinter dir. Na und, du hast mich ja jetzt gefunden. Nimm das Zeug da raus und pack es auf mein Pferd. Das ist der letzte Gefallen, um den ich dich bitte. Und dann pumpst du mich voll Blei, ne? Genau, pumpe ich dich. Das tut mir ja leid. Aber es ist doch so. Mir bleibt ja keine andere Wahl. Wenn man dich hier findet, werden sie ein Kreuz für dich machen und die ganze Geschichte vom Überfall wird man vergessen. Freema hat dich nach Yuma geschickt, aber ich schick dich in die Hölle. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Eigentlich hatte ich vor, dich leer zu blasen. Aber Yuma wird schlimmer für dich sein als der Tod. Go!